Hallo und herzlich willkommen, Hachi, zu Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. In der letzten Folge habe ich ja angekündigt, dass ich gerne am heutigen Tag ein Date veranstalten würde mit jemandem, aber das klappt ohnehin nicht, weil, wie ihr vielleicht schon schwer kennt, leide ich ja gerade ähnlich wie Michael Jackson vielleicht, nein, nicht ganz so, doch ein bisschen, über meinen Bauernhof. Was nicht zuletzt daran liegt, dass es heute einen Wintersturm gibt. Und ein Wintersturm hat eh nichts offen. Das heißt, wir hätten das eh vergessen können. Selbst wenn heute irgendeiner bereit gewesen wäre, sich mit uns zu treffen. Naja. So. Dann gieße ich einfach mal fleißig alles. Kümmere mich kurz um die Tiere und dann legen wir uns einfach sofort wieder ins Bett und wiederholen den ganzen Spaß einfach noch einmal. Und dann ist Mittwoch und ich glaube Mittwoch. Ja. Das sind die Geräusche, die ich so mache, wenn ich Let's Plays aufnehme. Nein, ja, am Mittwoch sind, glaube ich, einige bereit, mit uns ein Treffen zu haben. Wir gucken gleich mal. Und dann suche ich auch entsprechend die richtigen Uhrzeiten raus, wann sie denn besonders von uns angetan wären. Die lieben potenziellen Gatten. So, jetzt muss ich alle Tiere mal bürsten. Das sieht alle ganz schön dreckig aus. Meine Güte, wer pflegt euch denn hier nicht? Das ist ja furchtbar. Ich gucke mal. Der Ashy Boy. Ash hatte heute zwischen 11 und 4 Uhr. Könnte vielleicht mit Ash ein Date haben. Das klingt ganz interessant. Dem nehmen wir uns dann vielleicht an. Also nicht heute dann. Also heute in der Folge eventuell, aber erst morgen in-game im Spiel quasi. Also am Mittwoch dann. Wir haben ja gerade noch Dienstag. Da war ja echt eine gute Wahl. Wer noch? Noch irgendwelche Freiwilligen? Mikael eventuell auch. Kann man zwei Dates an einem Tag haben? Ist das möglich? Probieren wir es erst bei Ash und dann bei Mikael. So mache ich das. Aber erstmal gehen wir schlafen. Halt, stopp. Doch, ja, wir gehen schlafen. Sonst kippe ich noch um. Meine Ausdauer ist hier schon fast bei Nulli-Null. Das wollen wir ja nicht. Das ist nicht gut. Okay, Spielstand gespeichert. Noch leider krempel ich gerade meine Ärmel hoch und kann deswegen nicht drücken. Jetzt. Hui. Ha. So's. Na, aufwachen, Leute. Neuer Tag. Heute schneit es, ist aber nicht schlimm. Schnee gilt. Snowy, also es gibt quasi keine Regentage im Winter. Höchstens verschneite Tage und das ist nicht schlimm. So. Dann 11 Uhr. Ab 11 Uhr erstes Date mit Ash. Und ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, dann werde ich ein bisschen salty. Das müsst ihr dann leider akzeptieren. Heute könnte übrigens... Oh, was für ein Tag. Heute könnte eventuell Gombe auch interessante Dinge anbieten. Heute ist Mittwoch. Heute hat er offen. Gucken wir mal. Vielleicht hat Cam auch offen. Der Daikon-Rettich ist so weit auch, dass ich hier ranhacken kann. Das klingt komisch, wenn ich das so sage. Dass ich hier halt eben anbauen kann. Also wenn der Saat ist, ich mit der Hacke draufgehe, geht die Saat weg. Und wenn schon was gewachsen ist, kann ich mit der Hacke dran gehen, ohne dass das verschwindet. Zu schnell jedenfalls nicht. Da kommt nur etwas Schaden, aber das ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich kann quasi die Saat hier verschwinden lassen, indem ich mit der Hacke den Boden hier bearbeite. Und sobald da schon was keimt, wird einfach nur das Setzling beschädigt. Aber verschwindet nicht ganz. So, okay, dann bürste ich noch mal Blitzer ganz kurz, weil scharf. So, Knuddelattacke noch einmal, so, jetzt noch zweimal kurz melden und dann bin ich ja eigentlich auch schon fast durch. Geht wesentlich schneller heute die Pflege. Das Doofe ist halt, dass das Spiel hier immer so extrem ruckelt, wenn ich hier unten bin. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob das auf meinem 3DS XL, also Offscreen spiele ich ja mal auf meinem anderen 3DS, als wenn ich aufnehme, ob das da auch so ruckelt. Dann muss ich mal drauf achten, ne? Ich glaube sogar ja, dass das wirklich schon direkt am Spiel liegt und nicht an der Leistungsfähigkeit meines DSs. Wie ich bestimmt schon 10.000 Mal erwähnt habe, ich habe ja, als der DS rauskam, der 3DS, hat meine Mutter mir, sie wusste nicht, was sie mir zu Weihnachten schenken soll.
hat sie mir direkt damals ein 3DS gekauft. Dann konnte ich dann spielen und ich wusste noch gar nicht genau, was ich überhaupt mit dem 3DS machen möchte. Es gab noch keine Spiele, die mich interessiert haben. Das sah dann so aus, dass ich irgendwie Harvest Moon, Ghostbusters oder sowas drauf gespielt habe. Was eigentlich schon mal ein DS-Spiel ist, aber naja. So, Kana, Baby. Das war gestern ein krasses Wetter. Ich dachte schon, mein Stall fliegt weg. Hoffen wir mal nicht, dass das wirklich passiert, mein Süßer. Die armen Pferde. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt, um die Zeit zu überbrücken? Also, ja, wir gucken mal an die Tafel. Vielleicht können wir da das eine oder andere erledigen. Mal kurz mit Robin reden. Hi. Ich guck mal ganz kurz, kann ich dir irgendwas schenken? Zum Beispiel irgendwie eine, weiß nicht, ich schenke dir einfach nichts. Gumpel Baby! Warum bist du draußen? Was soll das? Ist heute irgendein Fest oder sowas? Du musst drin sein und arbeiten. Ich möchte, dass du drin bist und arbeitest und mir Dinge verkaufst. Das war ein Spaß gestern, nicht wahr? So ein Sturm muss auch mal sein. Ach, Gombe, ich weiß ja nicht. Muss nicht sein. So, wo ist denn die liebe Nori? Die grüßen wir auch mal. Mit der müssen wir uns auch ein bisschen anfreunden, damit sie uns weiter Kleidung schneidert. Das fände ich nämlich ganz wunderbar. So, was gibt's denn an der Tafel? Oh, einiges. Bausteine verschenken, das müssen wir eigentlich hinkriegen. Mandarine, kannst du vergessen, Süßer. Schokolade, Eiscreme. Was hat denn hier für Wünsche? Das wird ja hier immer anspruchsvoller. Gekochtes Ei. Langsam müsste ich auch wieder mal den, also was heißt wieder, den Tier mal Leckerlis geben. Das wäre eine gute Idee, oder? Ups. Vergesse ich irgendwie immer. Oh, Gompe geht rein. Was habe ich denn für Leckerlis? Ich muss irgendwas auf der Faust haben. Getreideleckerli habe ich. Frage ist jetzt, was machen die nochmal? Ich kann ja mal gucken. Crops and Animals. Grains and Rice. Animal Productivity. Vegetable Nutra Crane. Ich glaube, das ist ein Crane Treat, oder? Getreide? Crane Treat? Schätze ich, dass das irgendwie. Das Doofe ist, die ganzen Seiten sind immer auf Englisch. Und das Spiel, was ich spiele, ist auf Deutsch. Crane? Müsste Getreide sein, oder? Ich guck mal ganz kurz. Körner. Ne, doch Körnen. Maßnahmen, Korn, Getreide. Okay. Ich habe Getreide, Leckerlis. Und da mag die am meisten Kühe und Jersey-Kühe. Und Schafe und Alpakas und so. Okay. Also für alles Große quasi sind die ganz gut. Und für die Hühner, vegetarische. Das ist gut. Hallo, Mikael. Mit dir habe ich später noch ein Date. Ich hoffe, das weißt du schon. So, Gombe, my friend. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Doch, da. Daikon, oder? Items zeigen. Tee. Oh. Ja, das ist doch mal was. Das machen wir. Das macht. Ja, so und so viel tausend. Sehr gut. Nein, danke. Gut, jetzt können wir Tee anpflanzen. Super. Machen wir dann am besten auch gleich mal. Okidoki. Und dann gebe ich noch meinen Tieren allen Leckerli und dann. Ey, was machst du denn hier? Gut zu wissen, dass du hier bist. Da, da, da. So's. Dann gucken wir mal. Das Problem ist jetzt natürlich. Ich muss eins weiter nach oben springen. Jetzt müsste ich hier ganz gut überlegen, wie ich das logistisch. Regle. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Crops and Animals. Deine Felder. Wie sieht es denn am Ende aus? So, ich habe gerade eine Übersicht bei mir liegen. Ich könnte auch hier direkt. Ne? Nochmal gleich hier. Da spare ich mir auf jeden Fall etwas an Energie. Gut. Die Sache ist die. Natürlich wäre sinnvoll, wenn ich direkt das hier dran baue. Könnte ich auch machen. Aber dann müsste ich hier das hier wegmachen und das ist natürlich doof. Deswegen einfach hier oben hin. Kann ich sogar auch so einzeln, glaube ich, sogar machen. Die müssen nicht mal zusammenhängend sein. Da wird jetzt hier oben ein T-Feld hingestanzt. So. Perfekt. So, dann haben wir hier ein. Was?
Das ist unerwartet. Ich dachte, das wird dann so wie... Was? Was ist das? Ich dachte, das wird... Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Moment, ich gehe nochmal zurück zu Gombe. Das muss geklärt werden, Leute. Das sind Sachen, die geklärt werden müssen. Das verwirrt mich nämlich gerade. Ich dachte, das wäre so wie beim Baum oder so. So ein großes Feld. Aber ich habe es falsch gemacht. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal. Moment. Gombe Boy. Wie sieht's aus? So, Items zeigen. Tee, Weizenreis. Trägt nur im Winter nicht. Erntereif nach einem Monat. Dann alle 4 Tage erntbar. Ist das dann dauerhaft? Ich weiß es nicht. Ich kaufe jetzt mal nochmal 9 Stück einfach. Kaufen. Vielen herzlichen Dank. So, nein, danke. Das reicht erstmal. Dann muss ich mich nochmal ganz genau erkundigen, wie das beim Tee funktioniert. Nicht, was ich jetzt hier Mist gemacht habe. Das wollen wir ja nicht. Und ehe ich nochmal Mist mache, rede ich mal mit Ash. Hi, das Wetter gestern war ganz schön schlimm. Ist dein Hof okay? Willst du kein Date haben mit mir? Hä? Warum willst du kein Date haben? Ash? Hä? Ash, wieso willst du kein Date haben? Liebe und Zärtlichkeit sind bei der Aufzucht wichtig. Das Satz könnte gleich zum Cam stammen. Was steht hier immer noch rum? Kein Date. No Date with Ash. Aber wir könnten doch das Event haben. Wir könnten uns lieben. Naja. Dann halt nicht. Oh. Aber Cheryl ist auch hier. Hallo. Gestern konnte ich nicht raus, aber ich konnte den ganzen Tag mit Ash spielen. Vielleicht muss er, nee, ist doch doof. Müsste er vielleicht, in Bluebell sein? Na toll. Das Date mit Ash findet schon mal nicht statt. Ich verstehe das nicht so ganz. Irgendwas mache ich falsch. Wetter? Sonnig oder verschneit? Wir müssen uns, am Marktplatz treffen. Also vermutlich auch vom Bluebell. Und er muss eine... Ja, er muss mindestens eine lilane Blume haben. Oder besser, hat er. Und Cheryl sollte mindestens einen Freundschaftspunkt haben. Hat sie. Ich verstehe nicht, warum das funktioniert. Wir können nochmal... Ich warte nochmal ganz kurz. Jetzt vielleicht? Nee, hat keinen Bock auf uns. Gut, wir probieren es einfach nochmal mit Mikael. Jetzt muss ich natürlich mal wissen, wo er ist. Ach du liebe Kacke. Okay, Sunday, Wednesday. Ab 6 Uhr, wir haben noch ein bisschen, ab 4 Uhr nachmittags, wir haben ein bisschen Zeit, ihn aufzuspüren. Ich gucke mal. Sonntag bis Samstag. Wir haben. Ich muss gerade gucken, nur. Er ist in den Bergen. Die Frage ist, wo genau er ist. Ach du liebe Kacke. Also mit den Dates, das funktioniert alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss vielleicht mal auf einer anderen Webseite gucken. Aber vielleicht erwischen wir ja Mikael. Ich weiß nur leider gerade gar nicht so genau, wo er denn vielleicht sein könnte. Mal auf die Bergspitze, aber da zufälligerweise steht. Mikael, bist du hier? Mikael? Da! Sehr gut. Also... Hier, wo ich gerade geguckt habe, steht ab 4 Uhr, also ab 16 Uhr nachmittags. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen warten. Dann spreche ich ihn einfach mal an und hoffe, dass was passiert. Also irgendwie klappt es aber nicht bei allen so wirklich mit den... Vielleicht klappt es nicht, weil ich mich mit Kana schon so gut verstehe und die anderen dann schüchtern sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch nichts falsch machen. Auch keine besonderen Sachen, die ich mitnehmen könnte. Groß, Äste,
Oh, eine Walnuss, immerhin etwas. Ein Stein. Tolli. Ja, sonst auch nichts großartig. Na gut. Boing. Na guti. So, 16 Uhr. Ich gehe mal zu Mikael. Vielleicht hat er Lust mit mir, was Cooles zu machen. Wir gucken mal. Ich liebe diesen Ort hier. Die Aussicht ist einfach fantastisch. Yumei, hättest du Lust, einen Spaziergang zu machen? Ja, Mann. Das hört sich gut an. Wo wollen wir hin? Okay, wir können uns verschiedene Sachen rausnehmen. Yuns Teehaus findet er übrigens gar nicht gut. Also wenn ihr die Wahl habt, um hinzugehen, nehmt bloß nicht Yuns Teehaus. Wir probieren jetzt nochmal die Quelle. Vielleicht haben wir ja ein Liebesevent. Das klingt sehr gut. Die Luft ist so klar und pur im Frühling. Das Zirpen der Grillen, die Lieder der Vögel, die Symphonie der Natur. Hier wäre ein guter Ort für Geigenmusik, meinst du nicht auch? Bitte spiel für mich. Du brauchst nicht spielen. Nein, bitte spiel für mich. Das war die richtige Antwort. Eine Aufforderung von so einer lieblichen Dame leiste ich gerne Folge. Wo kommt das Orchester her? Ah, die Luft hier hat eine einmalige Qualität. Meine Geige klingt viel besser. Hat es dir gefallen? Na, aber natürlich. Wunderbar, ich hoffe, dass es so gut war. Nun, es wird spät. Vielleicht sollten wir Schluss machen. Ich habe es ja genossen, Zeit mit dir zu verbringen. Wir sollten das wiederholen. Gerne doch. Okay, als nächstes ist, kommt dann das blaue Blumen-Event. Am Sonntag oder auch am Mittwoch. Wie hier auch. Und dann zwischen 10 Uhr vormittags oder 1 Uhr abends. Also 1 Uhr nachmittags. Also da hat man ein etwas kleineres Zeitfenster. Von nur 3 Stunden, wo man ihn erwischen muss. Ja, das könnten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Schauen wir mal. Ich denke mal, Ash wird jetzt schon weg sein. Mit dem hat das leider nicht geklappt. Er wollte nicht so recht. Er war einfach zu schüchtern. Naja. Was will man noch machen? Ich kann mal gucken, ob ich schon mal Ash erwische. Aber ich glaube, das war's für heute. Es kann gut sein, dass er auch schon wieder zurück im Bluebell ist. Und ich glaube, die Zeit ist eh schon vorbei, um ihn noch irgendwie, ich weiß nicht, zu einem Date zu animieren. Ash hat einfach keinen Bock auf mich. Naja, aber kannst du nichts machen, Bro. Gut. Okay, hatten wir wieder mal ein Date. War auch schon lange her, dass wir jetzt eins hatten. Ich bin da irgendwie nicht so aktiv im Date-Game. So, gucken wir mal, wie lange ich offscreen spiele. Beginne im Rathaus und genieße die Schneekunst. Also das Schneefest möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen machen. Also wenn ich jetzt offscreen etwas spielen sollte, dann bis maximal zum Schneefest. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal weiter. Noch ist das Silvesterfest. Also so wirklich viele große Sachen gibt es jetzt nicht mehr. Aber nun gut. Nicht so schlimm. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yumei Let's Play Harvest Moon. Und die Geschichten zweier Städte. Bye.